Mahlzeit willkommen beim Ride Review Video Magazin und einem neuen On-Tour-Vlog. Wir haben Tag 6, 7, ich glaube Tag 7 der California Screaming and For More Tour. Und wir sind ja, wie ihr gestern im Vlog schon gesehen habt, in Anaheim angekommen und stehen jetzt gerade vor unserem Hotel. Jetzt gleich kommt ein Bus, holt uns ab und dann fahren wir zu Knott's Bärenfarm, aka Knott's Berry Farm. Und heute Abend schließt der Park relativ früh, dann gehen wir zum Buffet und danach gibt es die Knott's Scary Farm und das Halloween Event. Und das alles seht ihr jetzt in diesem Video. Hier geht es. Es ist irgendwie so faszinierend, dass man zuguckt. Also normalerweise kann ich immer nicht. Normalerweise kann ich immer nicht. Das ist eine. Eine Grinch-Charter-Banane. Eine Instant-Banane, muss erst noch ins Wasser legen. Ja. Ja, aber sie schmeckt. Man kann ich sehr empfehlen. $1. Ja. Space Shuttle. Bei dieser Ausstellung für die Fernseher habe ich auch nie gesehen, sowas. Wo schaut die Jacke aus? Ausziehen. Bist du heute Abend dabei? Ich? Ja. Ja klar. Ich auch. Ich auch. So, jetzt können wir erst noch alles anziehen. Ich hab voll Bock, ey. Sieht alles so gleich aus heute. Germany and Switzerland. Oh, nice. Oh my goodness. Wow. How long did you guys sit down for? Lots of money. Hast du das Geweih da auch drauf? Freunde der Sonne, ich bin nicht zu sehen. Mann! Wir sind jetzt in Knott's Berry Farm, wir sind drin und hatten eine Mini-ERT, die ersten Fahrten auf Hangtime, die Neuheit 2018, der Gerslauer Coaster überhaupt. Und ja, für die meisten war es so wie für mich eher enttäuschend. Nicht so toll. Ding schläft fast ein unterwegs, klar, heißt auch Hangtime, aber keine Ahnung. Und rappelt und vibriert ohne Ende. Also das ist echt bäh. Aber Hauptsache sind wieder 5 Milliarden Stützen verbaut.
wir werden jetzt kapazitätsmäßig die Wilde Maus fahren. Große Maus, Parkanlage von Mackrides. Und dann Intermin Launch Coaster hier direkt gegenüber auch noch mitnehmen. Warum hast du denn da so Abdruck an den Beinen? Oh, die Bügel! Oh. Waren jetzt im Dunkeln. So, wir sind die Wilde Maus gefahren, haben uns dabei die Beine gebrochen, weil du einfach mal so Beinklemmen in einer normalen Wilden Maus hast. Und wir mussten auch alles mitnehmen an Gepäck und Krempel. Jetzt mal da gucken. Und dann sind wir zum Accelerator Intermin Hydraulic Launch Coaster. Sind instant auch dann durchgegangen, konnten einsteigen, zieht natürlich krass durch, hat diesen den kleinen Top-Head und dann noch ein bisschen mehr Strecke dran. Ist halt so ein, wenn so ein Sack Schrauben in die Ecke schmeißt, vom Sound her, wenn er fährt. Und sämtliche Getränkestationen haben geschlossen. Egal ob zum Refillen oder zum überhaupt. Aber der Schmuggelladen hat auf. Das ist gerade etwas doof. Aber ansonsten ist der Park natürlich sehr schön, aber... Wir sind, um Getränke zu kriegen, im Camp Snoopy gelandet, vor allem weil der Schwarzkopf-Shuttle-Loop noch geschlossen ist, da sind die gerade auch am Arbeiten. Und ist das vielleicht der Eingang zu der Bahn? Oh, das, oh ja, das nein. Und hier im Camp Snoopy ist auch ja, ein Kiddie Coaster, natürlich. Ich weiß gar nicht, von wem der ist, das ist auf jeden Fall wieder was Ausgefallenes. Aber wir sind bei Cedar Fair. Heißt, du darfst das Ding ja nur fahren, wenn du ein Kind dabei hast. Habe ich nicht. Leihe ich mir nicht. Stell mich aber trotzdem mal an. Und guck mal, was passiert. Vor mir zwei Jungs. Müssen wir hier hoch vielleicht. Und ich damit denen da so quasi reingesteppt. Und dann habe ich mich auch mit denen da so hinter die gesetzt. Neben mir saß noch ein anderer Junge, den hat die Mutter dann rausgeholt. Und dann fragte die Operatorin, ob wir alle zusammen da waren. So, ja klar. Und die so, okay. Dann sind wir zusammen gefahren. Klar, ich sehe auch aus wie der Vater von zwei mexikanischen Jungs. Oder die Begleitung davon. Und dann sind wir gefahren. Crazy Dean mit super vielen Dips und Hügeln. Und danach habe ich dir noch beim Aussteigen geholfen, damit der Clou bis zum Ende nicht auffliegt. Und dann ja, bin ich gefahren. Es ist etwas laut, aber ich versuche zu euch zu sprechen.
Mack Spinning Coaster gefahren. Boah, geht mir das hier auf den Sack mit der Sonne und dem Schatten, weißt du das? Ja. Mann, ey. Und der hat auf jeden Fall gut Gas gegeben, teilweise gut gedrückt. Und gut gedrückt ist das Stichwort für Silver Bullet, der BM Inverted Coaster. Boah, was eine G-Keule. Und ich glaube, jetzt haben wir endlich den Eingang gefunden zu dem Zierer Tivoli Coaster, der hier custom-mäßig durch den ganzen Park wandert. Schönen guten Tag. Und dann gehen wir jetzt dahin. Eieieiei, das war jetzt aber echt anstrengend auf den Teil. Also, wir waren auf dem Zierer Coaster mit dem Custom Layout, auch mal wieder mit Gurten, mit Einzelbügeln, man muss das ganze Gepäck mitnehmen. Es gibt sehr viele lange gerade Stellen, der schlägt auch in den Kurven ganz schön ein, finde ich irgendwie. Das kennt man anders von den normalen Standard 15 Dingern, aber trotzdem ist es cool, dass es mal ein Custom Layout gibt und sowas hätte es gerne öfter geben können. Und dann sind wir dann weitergegangen und sind jetzt zum Ghost Rider. Und Ghost Rider ist ein GCI Woody, der aber, ich weiß gar nicht mehr wann es war, aber der wurde umgebaut und geretracked. Er hatte früher PTC-Züge, jetzt sind da GCI Millennium Flyer drauf. Geile, lange Bahn, komplett stranges Layout, voll verrückt, mega viel Airtime und verdammt viele nicht gebankte Kurven. Also man stelle sich vor, eine GCI-Holzachterbahn als wilde Maus quasi. Was ist da los? Und vor allem die ganze So kann man sich ungefähr die Fahrt vorstellen. Erzähl mal das mit dem Bügel. Bügel muss man aufpassen. Das habe ich bisher noch nicht gehört. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Rechte Seite hat Klick, so viel Abstand noch zum Körper. Linke Seite war Klick bei so viel Abstand noch zum Körper quasi. Also die rechte Seite ist in dem Zug quasi der Big Boy Seat, was halt null Sinn macht. Vor allem war links bei uns der sitzlich am Klicken und der war so viel, wirklich so viel, schon weiter unten als mein Bügel, der schon längst zu war. Dann haben wir kurz getauscht und dann ging's, obwohl das eigentlich kein großer Unterschied war. Ich weiß nicht, was da los war. Ja, geile Bahn. Jetzt sind wir 9 von 10 Achterbahnen gefahren. Oder ich auf jeden Fall, weil du den Kiddie Coaster nicht gemacht hast. Jetzt fangen wir die Videorunde an. 8 von 10. Warum? Was fehlt? Oh! Die sind mir noch gar nicht. Ich bin die quasi schon gefahren in Gedanken. Der Zaperla Flywheel Launch Coaster, aka so wie Steeplechase, weiß nicht, wie das Ding hier heißt. Keine Ahnung. Pferde-Launch Coaster statt Motorräder wie von Wekoman. Stevens! Und die ganzen Fiesenkaps in der Mitte. Shouldn't be far. Get ready.
you know, I messed up. That happens, right? Be too careful in this here mine, folks. Remember, one stray spark and we'll all be blasted to keep. Which is our Jaguar Trash. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Also, das ist der Marc und ich bin der Thorsten. Wir sind beide deutlich zu groß, aber ja, egal. Und der Tim versucht gerade alles zu verhindern, dass wir gleich viel Spaß haben werden. Völlig im Gegenteil. Ich versuche sie dabei zu unterstützen. Ist eine geile Bahn, besser als jeder Wurm. Hallo, hallo, große Leute hier. Hallo, Vorsicht bitte, hallo. Thorsten, stell dich doch da nochmal hin. Ja, das ist wieder früh. Tim, ich weiß, dass ich zu groß bin. Ich gehe da jetzt mal hin und dann wirst du sehen, bei mir perfekt. Du musst natürlich den Bildausschnitt auch richtig wählen jetzt. Idiot. Was soll das? Was soll das? So wird das doch nicht. Was soll die Scheiße? Guten Tag! Ja, wer weiß ja das? Warum sagt er guten Tag? Hier steht nichts Deutsches drauf. Wir haben Spione unter uns. How you doing, little buddy? You going on a train ride? Where are you headed? You just get on a train not knowing where it goes? I like your style, man. That's what it is. Adventurous type. I have a red hat with eyes, though. It's back in my house. I'm glad I know that now. Yeah, the hotel I go to. That's cool. What's your name? Raiden. Raiden? What's your name? I'm Deadwood. Pleased to meet you. All right. I'll see you this bit. These are pants. There you go. Now, I want all your, dang it all, what is it? Money. Money. Well, I'm glad you're here. I wouldn't know what to do without you. All right, so I'm coming down the aisle, and I want all your money. I'm looking for gold nuggets, silver nuggets. Heck, I'll take chicken nuggets right now. Pretty hungry. What do we got here? 1943 steel. Steel? Alright. How about you ladies? You guys got money? No money? Okay, you said so. Alright. How about you little buddy? Give me $5. You got no money, huh? Well, hello lady. No. I bet you got all his money. Yeah, of course. Yeah, you do. Okay. You want to get a back runner? Yeah, look how fast you reach for that gun. I like that. You got money? No. You got 5 cents? No, but I have cookies. You have cookies? What? You're my new best friend. I used to be the sheriff. I went to the dark side because they had cookies. How about you? I know you got money. And you're wondering, how do I know you got money? Little. Because you're saving money on razor blades. Now, come on, where's the money at? All right. So what you're telling me is nobody on this train got money. But it explains why you're not at Disneyland today, doesn't it? Yeah.
That's the truth. Ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal einen erzählt haben. Wir waren auf dem interaktiven Dark Ride. Wir waren auf dem Minenzug Dark Ride oder in dem Minenzug Dark Ride, der echt crazy war und eng. Wir sind hier noch rumgelaufen. Was haben wir denn noch alles gemacht? Wir haben ganz viele Aufnahmen gemacht. Wir sind den Aussichtsturm gefahren. Wir haben noch mehr Videos gemacht. Wir haben Zug gefahren. Was? Zug. Dann sind wir noch mit den. Du kannst das laut sagen, dann schneide ich das einfach raus. So, dann sind wir noch mit dem Zug gefahren, in den großen Überfall gibt. Und dann wird der Zug ausgeraubt. Leider hatte keiner im Zug Geld. Und Lokflum. Dann sind wir in den Lokflum gefahren, der halb Lokflum, halb Dark Ride einfach ist. Mega lang geht, mega gut organisiert ist. Danke nochmal für den Tipp, dass wir das unbedingt machen müssen. Und jetzt sitzt so nach drei Testfahrten von Montezumas Rent sitzen jetzt die Techniker mit drin. Auf jeden Fall haben sie sich gerade bequem gemacht, war schon die Bühne zu. Es gibt nämlich jetzt Testfahrten, das Ding ist den ganzen Tag schon bei uns, seit morgen. Seit morgen ist auch einer hier am Arbeiten. Wir sind jetzt 3-4 Mal auf den Ball gelaufen und der war wirklich hier die ganze Zeit am Schuften an den Bremsen. Und jetzt gab es schon 3 Testfahrten, jetzt sitzen die Maintenance-Dudes drin und machen Testfahrten und dann sind wir die ersten in der Line, die jetzt damit fahren werden, hoffentlich, vielleicht, eventuell. Dann hätten wir nämlich auf Full Count. Jo, wir haben es geschafft, kurz nach dem letzten Take gab es dann noch mal ein paar Testfahrten und der Maintenance-Dude ist mitgefahren, dann sind noch mal leere Testfahrten, dann Testfahrt, Maintenance-Dude und Ride-Op. Und dann gab es dann von oben das Zeichen, könnt aufmachen und da sind wir alle reingestürmt, waren inzwischen halt irgendwie die halbe Gruppe von uns war da und haben das Ding voll gemacht, First Rider of the Day und dann direkt Front Row in dem Schwarzkorb Shuttle Loop, ach was gibt's denn Schöneres. Und jetzt gehen wir mal langsam zum Buffet, das macht in 10 Minuten geht's los oder in 10 Minuten macht der Park zu. Ich glaube ohne die lange Schlange von Leuten, die schon 1000 Mal heute da waren, gefragt haben, wann das Ding mal fertig wird, hätten die auch nicht mehr aufgemacht, weil der Park macht jetzt gleich zu. Wir sind jetzt beim Buffet. Man muss laut reden bei der Gruppe. Wir sind jetzt beim Buffet. Right there. And she just moved. Right to your left. That was the stone part. I'm hearing what? Thanks very much. Thank you.
Leute. Wo? Da draußen. Aber ich weiß nicht, wo mir das ist. Ja. Ob ich vielleicht warten. Ich bin zu lang mit der Kuh. So, wir waren jetzt beim Buffet. Alter, mir ist richtig schlecht. Wenn ihr mal hier sein solltet an Halloween, bucht das auf jeden Fall mit. Ihr müsst erstens sowieso die Zeit überbrücken und zweitens kriegt ihr eigentlich für einen absolut fairen Preis eine riesen Auswahl mit wirklich gutem Essen. Kühl mit Gravy und Fried Chicken und Roast Beef und alles, Spare Ribs, alles am Start. Ein bisschen umfällt, genauso wie die Softdrinks, all you can drink. Solltet ihr das Ganze versuchen in California's Great America zu machen, lasst es. Da kann ich euch das nicht empfehlen, aber hier ist es echt nice. Und hier sind auch die ganzen Monster, die zum Buffet dazugehören. Und wir gehen jetzt auf und versuchen, wir gehen jetzt auf? Ja, wir gehen jetzt auf, weil wir also viel gefressen haben. Ab in die Macy's. Triangle FBI. Have a great night! Welcome to the gap. Alter!
across the wall. We'll leave a mark. Come on in, Church of the Chainsaw. We got services going on all night tonight. Barn door is open. People are herding in. Yeah, we got one big flock of people, and they're coming this way. I know you wandered through town, and some of the people in town. Thank you.
Okay, wie ihr seht, stehen wir nicht mehr bei North Berry Farm, sondern vor unserem Hotel, weil wir im Park nicht mehr gevloggt haben und komplett voll reizüberflutet wurden. Alter, was ist denn damit los? Also man hat ja dieses, es gibt diesen Ruf, den North Berry Farm vorauseilt, dass North Scary Farm das beste Halloween-Event der Welt sein soll. Oh mein Gott, es ist es wirklich. Was ist mit denen kaputt? Was stimmt mit denen nicht? Also mein absolutes Mega-Highlight ist auf jeden Fall die Paranormal Activity Maze. Ich hatte Gänsehaut, ich habe mir in die Hose geschissen. Ich will hier nichts spoilern, was ihr eh schon gerade gesehen habt. Wahrscheinlich, eventuell vielleicht. Aber diese Trankenliege ist dann irgendwann von alleine durch den Raum geschoben worden, fahren. Und hat mich durch den Raum geschoben. Was ist eigentlich hier los mit? Und die Alte, die aus der Wand geknallt ist und überall bei sämtlichen Maces gab es Leute, die sich irgendwo abgeseilt haben, die irgendwo runtergesprungen sind. Es gab überall Animatronics in der neuen Maze mit dem Unterwasser-Dings, da gab es einfach den weißen Hai, es gab ein Schiff mit knarzenden, krassen Geräuschen, was am Schwanken war. Diese Alien-Maze mit den Alien-Animatronics, Fischen, kein Alter, das ist so viel, so krasses Zeug gewesen. Eine Maze, die gemacht ist wie ein Dark Ride, der außer Kontrolle geraten ist. Natürlich darf eine Redneck Maze nicht fehlen. Eine Maze mit Taschenlampen, also hier das Trick-or-Treat-Ding, was mega gut funktioniert hat und eine richtig geile Stimmung war, wie du mit der Taschenlampe durch dieses Haus läufst. Das war schon quasi als Maze gelistet, aber du hast einfach mal eine gottverdammte Lasergun gekriegt und bist auf Zombiejagd gegangen und hast Zombies abgeknallt. Da waren Hubschrauber abgestürzt, da waren andere Soldaten, da waren Zombies, auf die du geschossen hast. Es hat Geräusche gemacht, es hat sich bewegt, du hast ein Ziel am Zombie am Hals gehabt, weil es gab eine einzige Regel, only on heads, darfst du den Zombies nur gegen den Kopf schießen, sonst nirgendwo. Alter, und dann mit der Musik, die sich immer weiter gesteigert hat und dich gestresst hat, du da durchgerannt bist. Wahnsinn. Also zu diesem Halloween-Event wird es auf jeden Fall nochmal ein separates Video geben, wo ich euch in Ruhe versuche, das nochmal alles zu erzählen. So. Und das morgen ein ganz, ganz langer Tag werden wird wieder mal. Bei Disney gehen wir jetzt ins Bett. Gute Nacht. Abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Und ich bin raus, ihr seid die coolsten, euer Professor Video Magazin. California Screaming for More.